Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play WoW Folge 104 müsste das jetzt sogar sein, wenn ich mich nicht komplett irre. Schön, dass ihr wieder da seid. Es freut mich vor allen Dingen. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das. So, wie ging das jetzt nochmal hier? So. Perfekt. Ah Gott, perfekt. Fängt ja wieder mal gut an. Ich brauche ein Ziel. Wo gehen wir als nächstes hin? Hier. Nee. Ja, gehen wir da hin. Gehen wir da die Quest ab. Ja, freut mich, ne? Dass ich da aufnehmen kann. Musste erstmal die ganzen anderen Videos fertig schneiden. Hat ja sonst keinen Platz mehr auf der Festplatte. So, wo fliegen wir denn jetzt hin? Ja. Nach da unten müssen wir. Oh Gott. Müsste mir mal wieder meine Taschen ausräumen. Ah, wir müssen nach da. Zu dem Eingang von dem Dungeon. Na, perfekt. Bist du draußen oder? Zur Hölle. Okay. Ist er wieder wahrscheinlich unten, ne? Wenn ich mir bloß gemerkt hätte, wie ich nach unten komme, ne? Jedenfalls, die Dracheninseln wurden angekündigt. Was extrem geil ist, weil ich es mag. Das sind Dungeon Quest, ne? Nein? Das ist keine Dungeon Quest. Das ist eine Dungeon Quest. Die behalten wir mal im Auge. Kann es einfach nicht lassen. Ich hätte wissen sollen, dass er nach mir schicken würde. Er hat versucht, mir auszureden, in die Sackhallen zurückzukehren, aber ich konnte nicht damit leben, wenn Lacker etwas zustoßen würde. Gut, sind wir hier raus. So. So. Hätten wir das dann auch mal erledigt. Dann gehen wir nach hier. Ne, machen wir das so. Heilmittel für starres Blut. Na, wobei ich habe ja jetzt einen, ich habe ja schon zwischendurch einen neuen Drachen bekommen.
Ich hab mich fit da drin. Drache, Drache, Drache. Huch. Was zum Fick? Das war nicht das, was ich suchte, aber... Ah, das war... Jetzt fliegen wir wenigstens auch mal richtig. Also ja. Die Quest hätten wir abgegeben. Das mal würde ich mal sagen, das machen wir tatsächlich zum Schluss. Das, das, das. Dann machen wir hier weiter. Ich mag dieses Sound hier nicht. Aber wie gesagt, die Drachen wurden angekündigt und man bekommt eine neue Klasse plus Rasse. Also die Drakir mit der Klasse, oh Gott, Evoker im Englischen und ich glaube Rufer im Deutschen. Und die Neuheit bei dem ist, dass Drakir nur Rufer sein können und Rufer nur Drakir sein können. Was tatsächlich interessant ist. Aber naja, gut. Soll mich ja persönlich stören. Und sie werden ein Heiler-Klasse, also sind ein Heiler-Klasse, die Kettenrüstung trägt, was tatsächlich auch interessant ist. Und das Level-Cap wird von 60 auf 70 erhöht. Was interessant ist, weil bis dahin, keine Ahnung, könnten wir sogar schon, was ist eine realistische, BFA? Nee. Boah, wenn ich ganz realistisch bin, könnten wir Glück haben, wenn wir, ups. Könnten wir Glück haben, wenn wir, na, was wollte ich gerade sagen? Könnten wir Glück haben, wenn wir von, Gott verdammt, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ah ja, wir könnten Glück haben, wenn ich bis dahin in Kataklysmen angekommen bin. Okay, was ist das? Steinhartes Blut, wo bist du? Ah. Perfekt. Kehren wir zum Ort unseres Verbrechen zurück. Kanafolian. Was soll ich denn dafür machen? Das Ausfinden von Quest für die Seher. Oh Gott, Naja, so eine Quest. Okay, gut, dann,
Dann machen wir erstmal die Quest hier. Wobei. Ja, machen wir das. Und dann fliegen wir da per se hin. Also ja. War schon. Also sagen wir so, war jetzt nicht der beste Trailer tatsächlich. Mir haben die anderen tatsächlich besser gefallen. Also ich meine, von allen war das jetzt wahrscheinlich der schlechteste Trailer. Aber trotzdem war er immer noch geil. Ja. Ah. Ich habe eine Idee. Oh, verguckt habe ich noch gar nicht. Was ein Scheiß. Ich bin ganz Ohr. Fort mit euch. Ich muss mal meiner Gilden. Ich muss mal von meiner Gilde die Kuschelgruppe mal was fragen demnächst. Denn mich würde tatsächlich mal was interessieren. Ach ja. Ja. Also freut mich. Ja, was haben wir denn noch? Was gab's denn noch? Vortica Classic wurde, also. Dwarf of the Lich King wurde als Classic rausgebracht. Gut, war jetzt eher weniger überraschend oder so, aber war trotzdem eine gute Überraschung. Ach ja. So, und dann sind wir auch schon wieder in Shadowhead. Die Naru haben uns nicht vergessen. Habt ihr das Blut bekommen, Hidrey? Ohne das Blut wird Salia ihren Sohn nie wieder in die Augen schauen können. Vielen Dank, Hidrey. Sich um die Notleidenden zu kümmern, ist eine der schwierigen Aufgaben. Eine schwierige Aufgabe, aber sie wird auf ihre ganz eigene Weise belohnt. Mit Gold am besten. Reise. Ja, am besten mit Gold, würde ich tatsächlich mal sagen. Ja. Da haben wir mal als nächstes hin. Jeje. Ich vielleicht mal schon hier bin, hier gibt es doch bestimmt noch einen Händler. Baladash Melanore. Tagfaches was? Bei einem Ding gebunden. Ah ja. Das Handtisch von Deutsch. Gigant. Was? Zeit ist Gold. Hm? Haben die denn ja? Arrows Pilton. Okay. Die ewige Sonne wird uns leiten. Okay, gut, dann verkaufen wir mal den ganzen Mist. Okay. Dreh, was du einfach liest. Konzentriere dich auf dieselben Sachen.